Immer wieder spreche ich mit Unternehmern, die sagen, ah, die klassischen Recruiting-Wege, die funktionieren nicht mehr. Wir brauchen einen neuen Recruiting-Kanal. Wir müssen Social-Media-Recruiting betreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich durch meinen Facebook- oder Instagram-Feed gehe, ich sehe nur noch Stellenanzeigen von irgendwelchen Elektronikern, von irgendwelchen Steuerfachkräften oder sonst irgendwelchen überhitzten Arbeitnehmermärkten. Das heißt, nur weil ich Social Media Recruiting betreibe, setze ich mich vom Wettbewerb nicht mehr ab. Und das, was wirklich funktioniert, das möchte kein Unternehmer hören. Denn die meisten Unternehmer möchten hören, Headhunter ist eine klasse Sache. Ich lege 20-30% des Jahresgehalts auf den Tisch und dann habe ich den gebackenen Mitarbeiter, der zu mir kommt. Wir machen allerdings die Erfahrung, wer für Geld kommt, der geht für Geld. Und wenn du Mitarbeiter haben möchtest, die sich mit dir und deinem Unternehmen identifizieren, ist es ganz wichtig, dass du selbstständig auch in der Lage bist, das richtige Personal zu bekommen. Und ganz nebenbei ist es auch viel angenehmer, wenn sich Bewerber wieder bei einem selber bewerben, anstatt andersrum. Mit den ganzen Social-Media-Agenturen funktioniert es ganz genauso. Das heißt, mittlerweile sind ca. 30% der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben vor unserer Zusammenarbeit mit sogenannten Social-Media-Agenturen zusammengearbeitet und haben sich darüber beschwert, dass sie sagten, das Ganze funktioniert nicht nachhaltig. Entweder, weil sie überhaupt gar keine passenden Bewerbungen bekommen haben oder weil sie sagen, naja, wir haben sogar Leute eingestellt, aber viele von denen waren nach kurzer Zeit schon wieder weg. Und das, was wirklich funktioniert, möchte kein Unternehmer hören, denn das, was wirklich funktioniert, ist, du musst ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, dann stelle ich eine Frage und sage, mal angenommen, du würdest alle deine Mitarbeiter anonym fragen, wie gut sie das Betriebsklima auf einer Skala von 1 bis 10 persönlich einschätzen. 10 steht für hervorragend, 1 steht für miserabel. Wenn alle Mitarbeiter anonym und ehrlich antworten, was glaubst du, welcher Durchschnittswert kommt heraus? Und dann sagen die meisten Unternehmer mir, naja, 6, 7, das ist so die Standardantwort. Die wenigsten Unternehmer sagen eine Zahl, die deutlich höher liegt. Die Erfahrung zeigt übrigens Folgendes. In dem Moment, wo wir dann eine anonyme Mitarbeiterumfrage machen, liegt die Einschätzung meistens 1-2 Noten schlechter, als ich es als Chef selber eingeschätzt habe. Und jetzt kommen wir zur Problematik. Vielleicht kennst du den sogenannten Net Promoter Score. Beim Net Promoter Score wird eine einzige Frage gestellt und die Frage lautet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unser Produkt oder unsere Dienstleistung auf einer Skala von 1 bis 10 persönlich weiterempfehlen. Und dann gibt es die sogenannten Detraktoren, das sind die 1er bis 6er, das sind die, die rumlaufen und negativ über ein Produkt oder eine Dienstleistung sprechen. Dann gibt es die 7 und 8er, das sind die Neutralen, das heißt, die machen gar nichts, und es gibt die 9er und 10er, das sind die Promotoren, das sind die, die rumlaufen und aktiv Werbung machen. Wenn wir diesen Net Promoter Score jetzt mal übertragen auf dich als Arbeitgeber, dann können wir Folgendes ableiten. Wenn du möchtest, dass du und dein Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfohlen wird, brauchst du ein Betriebsklima, was 9 oder 10 ist. Ansonsten wird niemand deiner Mitarbeiter rumlaufen und für dich Werbung machen. Und das Absurde ist, deine Zielgruppe, weil Handwerker kennen Handwerker, Steuerfachkräfte kennen Steuerfachkräfte und so weiter. Empfehlen tut aber immer nur der, der das Gefühl hat, im Status des Empfehlungsnehmers zu steigen. Wenn ich also selber der Meinung bin, naja, ich bin gar nicht so sicher, ob ich so 100% zufrieden mit meiner Arbeit bin, dann würde ich auch nicht meinem besten Kumpel empfehlen, bei mir zu arbeiten, weil nachher macht der noch negative Erfahrungen, die dann wieder auf mich zurückfallen. Also mache ich überhaupt nichts. Und ich weiß, die meisten Unternehmer haben gar keine Lust, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das war jahrelang ja auch überhaupt nicht nötig, weil man hat vor 10, 15 Jahren einfach eine Stellenanzeige geschaltet. Eine Woche später standen die passenden Kandidaten vor der Tür. Mittlerweile hat sich der Markt aber gedreht und die größte Herausforderung ist nicht mehr, die Kunden zu gewinnen, die Mandanten zu gewinnen, sondern die größte Herausforderung liegt mittlerweile darin, die richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Und die Unternehmen mit den richtigen Mitarbeitern, das sind auch die Unternehmen, die die meisten Umsätze machen. Das sind die, die die beste Qualität an Dienstleistungen, an Arbeit liefern. Das sind die Unternehmen mit dem besten Betriebsklima. Das heißt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Du musst dich als Arbeitgeber mit dir selbst auseinandersetzen. Und die Unternehmer, die sagen, ich habe Bock drauf, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, die haben einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil, weil ich kann dir sagen, die meisten Unternehmer haben das nicht, weil die sind so viel im Unternehmen am Arbeiten,
arbeiten. Die fühlen sich eher wie ein Feuerwehrmann anstatt als Unternehmer, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Brände am Löschen sind und die haben gar nicht die Muße, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt kommt das Absurde. In dem Moment, wo ich anfange, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, genau weiß, wie kann ich meine Zielgruppe, potenzielle Arbeitnehmer auch richtig ansprechen, dann kann ich plötzlich auch wieder Social Media Recruiting betreiben. Aber niemals als einziger Kanal, weil das ist lediglich ein Trend. Und richtig gutes Recruiting ist wichtig, dass ich das global betrachte und unterschiedlichste Recruiting-Kanäle habe. Und alles geht von einer Sache aus, zwar von der Wurzel, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin und dass ich genau weiß, wie kann ich meine Zielgruppe auch richtig ansprechen, völlig unabhängig vom Kanal. Und wenn du sagst, das klingt spannend, du hast Bock, auf diesem Weg begleitet zu werden, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch und lass uns gemeinsam schauen, welche konkreten Schritte notwendig sind, damit du die Mitarbeiter bekommst, die menschlich und fachlich zu dir passen.